willkommen im Maler Kinger. Action, herzlich willkommen beim Maler Kinger. Heute mit dem Lächeln am Start zum Montag, 17.10.2016. Wie immer haben wir natürlich viel zu tun. Hier eine Baustelle wieder mal, wo uns der Kunde gebeten hat, ob wir nicht auch noch diese Raumtüren aus den 60er, 70er Jahren in Weiß lackieren können und dazu den Laminaten raus und einen ganz tollen Vinylboden reinlegen. Das haben wir jetzt diese Woche vor, sind 50 Quadratmeter und 8 Türen zu lackieren, nebenbei noch andere Baustellen, aber das ist ein anderes Thema. Und da wollen wir einfach zeigen, wie wir das jetzt machen in Arbeitsschritten, wie wir da vorgehen, und bleibt am Ball, seid gespannt. So, kleiner Schnitt. Schnitt. Und dann schneiden wir das mit unserer Designschanze an. Die kommen wir hier rum. So. Ja. Durch Druck wird einfach das Ding mit einem scharfen Messer gekappt. Natürlich ist es nicht so scharf, man kann ja die Hand noch drunter halten. Aber natürlich sollte man die Finger nicht runternehmen. Ja. Wir müssen jetzt gleich ein bisschen schräg machen, weil der Raum nicht gerade ist. Dann habe ich jetzt links und rechts gemessen vom Punkt. Das können wir auch mit dem Winkel machen, ich mache es immer so. Und dann drücken wir es einfach nur leicht runter. Ist auch gut, kann man ein bisschen Armtraining machen. So, und dann haben wir hier unseren sauberen Schnitt und setzen das dann einfach da hinten. Ja. Da kommen noch die Sockel hin, da sind wir soweit fertig. Und dann kommt noch der Abspann von dem Raum, zeige ich das mal, wie es aussieht. Und dann ist es soweit okay. Action Teil 2. Heute wieder mit Maler Kinger, herzlich willkommen. Wir hatten euch das ja vorher gezeigt. Vinyl, Parkett, Laminatboden, Tür braun. Jetzt sind wir schon einen Schritt weiter bei Boden machen und bei der Tür. Ihr seht, schwuppdiwupp, weiß, dreimal lackiert, einmal mit Unigrund und zweimal schön mit Lack durchgeknallt. Und dann haben wir auch eine wunderschöne Oberfläche. Ich habe für den Kunden auch schon die Türgriffe angemacht, davon weiß man nichts. Machen wir gerne. Kurz mal noch ein kleiner Step-by-Step für den Vinylboden, wie wir den verlegen. Zeigen wir euch. Kamera senken. So. Wir haben hier unsere, kann ich runterkommen, so, so viel die Leber. Unsere Unterlagsmatte. Ja. Die klebt ein wenig leicht. Dann kommt die Folie weg. Mit der Unterlagsmatte, wie schon mal ein paar Videos erwähnt, haben wir natürlich 11 Dezibel, ohne die Unterlagsmatte nur 4. Ist auch sehr vorteilhaft natürlich, weil der Belag ein bisschen hier sehr glatt ist und so kann der auch nicht wegrutschen und die Nähte oder so Stöße bleiben auch vernünftig verriegelt bzw. verschlossen. Wir fangen an beim Vinylboden auf der Länge wieder in Laminat, das einfach zu legen, schieben es bündig an, lassen es ein bisschen runter. Und dann schauen wir uns nochmal hier die Länge an. Liegt meistens nicht immer zu 100% an, deswegen mit unserem Schlagholz nochmal leicht ein bisschen nachjustieren. Die Vorderseite, kommen wir näher, die schlagen wir jetzt hier nur runter. Fangen hinten an. Schlagen es runter, gucken mit dem Finger nochmal nach, ob was übersteht oder eher vom Vinyl, von der Unterlage. Was hochkommt, einmal wegnehmen, fertig. Ja? So machen wir das immer Step by Step. Was hinten übrigens am Abstand nach vorne setzen, einen vernünftigen Versatz, 30 cm Minimum. Und natürlich, was nicht fehlen darf, ist auf der Baustelle unsere tolle Musik. Santiago, von unserem Kameramann. Ja, muss immer abgehen. Wir brauchen richtig Spaß bei der Arbeit. Wir sind Handwerker und wir haben Bock auf Arbeit. Ja! Hi, herzlich willkommen. Maler Kinger, Teil Nummer 3. Und jetzt zeige ich euch, wie der Boden und das Schlafzimmer hier fertig aussieht. Im Hintergrund seht ihr die Tür, die schon fertig ist, mit den Griffen montiert. Und untenrum haben wir jetzt den Boden fertig. Ja? Die ganze Wohnung ist jetzt fertig geworden. Boden verlegt, 50 Quadratmeter an 2 Tagen. Ein Mann, anderthalb und den Rest haben wir natürlich im Vorfeld schon fertiggestellt. Ja, wie ihr seht, bei uns wird erfolgreich geschafft. Ciao, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.